Kapitel 16. Das dunkle Erbe. Kühl. Es war kühl. Und feucht. Der Nebel wurde, je weiter sie vorwärts schritten, immer dichter. Jeder der Gefährten achtete akribisch genau darauf, Raven nicht aus den Augen zu verlieren. Sie waren sich sicher gewesen, dass sie ohne ihn bestimmt niemals wieder zurückfinden würden. Eine scheußliche Vorstellung. Es war nicht so, als würde man einen gemütlichen Spaziergang an einem nebligen Herbstmorgen machen. Der Nebel hier hatte etwas Unnatürliches, etwas Böses. Auch die Geräusche, die vernommen werden konnten, waren unheimlich. Fast die ganze Zeit über war das leise Pfeifen eines Windes zu hören, der schlicht und einfach nicht da war. Schon als die Gefährten dieses Geräusch wahrnahmen, versuchte jeder von ihnen, diesen Wind irgendwie zu spüren. Aber die Luft blieb ruhig. Aufgrund dessen wirkte das schaurige Lied des Windes deplatziert und zerrte an den Nerven der Ponys. Die Seelen sind unruhig, weil sich das Necrovanum wieder in diesem Tal befindet. Es war, als habe er das, was seine Schützlinge ängstige, gespürt. Er hingegen wirkte aber ziemlich gelassen. Bestimmt lief er fast jeden Tag diese Route. Dass er blind war, schien speziell hier nicht wirklich ein Manko zu sein. Flatterschei und nicht nur sie hätte am liebsten die Augen geschlossen, damit sie nicht noch mehr Eindrücke von dieser Gegend auffangen konnten. Die Formen der abgestorbenen Bäume, die ab und zu aufgenommen werden konnten, glichen knochigen Pranken. Jeder noch so unscheinbare Stein oder Fels wirkte, als habe er ein Gesicht, das die Neuankömmlinge spöttisch beobachten würde. Flatterschei versuchte nicht näher auf diese Eindrücke einzugehen. Sie musste ihre Angst kontrollieren, da ansonsten der Dämon wieder erwachen würde. Sie konzentrierte sich deswegen allein auf ihre Freundinnen, die vor ihr schritten. Sie strengte sich auch gewaltig an, ihre Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Sie dachte an ihre geliebten Tiere, die sich weit weg in Ponyville in der Obhut der Stute befanden, die sie speziell dafür engagiert hatte. Wie es ihnen jetzt wohl geht, ärgerte Angel in diesem Moment die Stute. Zwar lenkten diese Gedanken sie ein wenig ab, ließen aber auch ihren Kummer wieder steigen. Applejack stolperte über ein kleines Hindernis und gab dabei einen kleinen Schreckenslaut von sich. Alle wandten sich sogleich zu ihr. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Ich bin nur über diesen blöden Stein da gestolpert. Sie stieß besagten Stein verärgert an. Dabei rollte er ein wenig herum. Erst dann sah sie, dass es sich nicht um das handelte, was sie zuerst dachte. Heiliger Pferdeapfel! Das ist ja ein Ponytotenschädel! Die anderen Stuten sahen besagtes Ding nun auch eingeschüchtert an. Es war ein grausiger Anblick, dieses Ding in seinem ewigen Dauergrinsen dort im Dreck liegen zu sehen. Zeichnungen von Schädeln gab es in vielen Büchern. Und auch in Krankenhäusern waren Skelette aus Plastik keine Seltenheit. Aber einen echten Totenschädel, der hier mitten auf dem Feld herumlag, zu sehen, war etwas vollkommen anderes. Auch Fluttershy konnte ihre Angst nicht mehr zurückhalten. Der Schreck, den sie beim Anblick dieses Dings erlitt, war einfach zu groß gewesen. Groß genug, um den Dämon aus seinem Schlaf zu reißen. Na endlich! Wurde ja auch langsam mal wieder Zeit! Die Pupille auf dem Kristall bewegte sich schnell hin und her. Er musterte anscheinend die Umgebung. Das ist ja ein bezaubernder Ort hier. Ich vernehme die Präsenz vieler rastloser Seelen. Einfach nur herrlich. Er lachte dreckig. Dann wandte sein Blick direkt zu dem Schädel, der zu ihm glotzen schien. Sein Lachen verstummte und seine Stimme wurde wieder kindesquietschig. Ist es das, was ich glaube? Oh nein, nehmt es weg, nehmt es weg! Flatterscheis Gefühle waren im Moment stärker als er. Von daher erlitt er gerade dieselbe Angst wie sie. Es war schon extrem kontrovers. Erst erfreute er sich an der Anwesenheit der verlorenen Seen, aber sogleich macht ihn ein Totenschädel Angst. Wer oder was ist das? Die andere Präsenz, die ich zuvor noch in ihrem Körper spürte, ist auf einmal stärker geworden. Was hat das zu bedeuten? Twilight erklärt ihnen im Groben, was es mit Gorgoroth auf sich hatte. Die Geschichte erstaunte sogar ihn. Ein Dämon im Seelental. Das ist kein gutes Omen. So ist es. Darum bann wir ihn lieber gleich. Nein! Diesmal nicht. Hier hat das doch überhaupt keinen Sinn. Er wird immer wiederkommen. Und ich habe es schon erwähnt. Ich will nicht mehr länger vor ihm davonlaufen. Er soll, solange wir hier sind, ruhig aktiv bleiben. Ich bin bereit. Es war erstaunlich, dass sie das, was sie angekündigt hatte, tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war keiner ihrer Freundinnen überzeugt gewesen, ob sie tatsächlich so entschlossen darüber sein würde.
aber sie war wirklich immer wieder zu einer Überraschung gut. Endlich mal eine weise Entscheidung. Ich hasse es, immer wieder allein durch so ein bescheuertes Wort gebannt zu werden. Na schön, dann bleibst du eben vorerst hier. Aber wehe, du versuchst irgendwelche Dummheiten. Ich versuche, ganz artig zu bleiben. Vielleicht, aber... Er sah nochmals zu dem Schädel. Seine Stimme wurde wieder kindisch. Könnten wir bitte weitergehen? Das Ding da macht mir Angst. Von mir aus. Ehe sie weiterging, meinte Raven: Irgendwie seid ihr jetzt schon der seltsamste Haufen, den ich jemals hier geführt habe. Es wurde gegen Mittag, als der Gardist mit Spike das Tor der Festungsmauer wieder erreichte. Was den beiden als allererstes auffiel, war die blaue Stute, die mit ihrer Wohnkutsche direkt vor dem verschlossenen Tor stand. Sie rief dem Wächter, der oben auf den Zinnen stand, etwas zu. Ich sage es zum allerletzten Mal, ich gewähre dir hier keinen Einlass. Aber das schien die Stute nicht zu akzeptieren. Und ob du das tun wirst? Die große und mächtige Trixie bekommt immer das, was sie will. Und sie verlangt es nur einer Audienz beim Kurfürsten. Also lass sie gewähren, damit sie nicht gezwungen ist, ihre unvergleichliche Macht zu benutzen. Du gehst mir langsam auf die Nerven. Was ist denn hier los? Wollte der Gardist wissen, als er sich Trixie näherte. Diese Spinnerin glaubt wirklich, ich würde sie einfach so ins Schloss lassen, nur weil sie ein magiebegabtes Einhorn sei. Hey, Spinnerin verbiete ich mir. Aber noch mehr als diese Beleidigung ärgerte sie es, dass es doch nicht so einfach war, eine Audienz zu erlangen. Schon als sie den ersten Bauertrampel hier begegnet war, war sie der festen Überzeugung gewesen, dass sie mit ihrer Macht hier gewaltig Eindruck schinden könnte. Aber die Wachen hier waren einfach nur sture Dickköpfe. Am liebsten hätte sie den Esel dort oben in eine Kröte verwandelt, aber so eine törichte Aktion durfte sie sich nicht erlauben. Nicht, wenn sie einen guten Eindruck auf den Fürsten und sein Gefolge machen wollte. Sie ärgerte sich über die Tatsache, dass diese nervige Clique es gestern Abend anscheinend geschafft hatte, hier Einlass zu bekommen. Wie haben die das bloß angestellt? Und warum waren sie überhaupt hier? Noch dazu in Begleitung eines Kopfgeldjägers. Da sie über deren Auftauchen dermaßen überrascht war, hatte sie total vergessen nachzufragen. Sie war sich sicher. Bestimmt beobachteten die sechs nervigen Stuten sie gerade in dem Moment von irgendeinem Turm aus und machten sich über sie lustig. Hallo Trixie? Kam es plötzlich von der Seite. Sie erblickte überrascht den kleinen Drachen, der Assistent ihrer Rivalin Twilight war. Natürlich wusste sie nicht, was er hier tat und warum er nicht in Begleitung von besagter Rivalin war. Von daher antwortete sie nur trocken. Hallo. Der Gardist sah es sie, dann ihn fragend an. Ihr beide kennt euch? Nachdem er diese Frage äußerte, bekam Trixie sogleich einen guten Einfall. Anscheinend war Twilight gerade nicht anwesend, ansonsten wäre der kleine Drache bestimmt nicht alleine mit einem Gardist hier unterwegs. Daraus musste sich eine kleine Chance ergeben. Noch ehe Spike etwas darauf erwidern konnte, sagte sie: Aber selbstverständlich kennen wir uns. Wir sind die besten Freunde. Sie machte sich von ihrer Kutsche los und tänzelte zu Spike. Nicht wahr, du kleiner süßer Bengel? Wir haben doch schon viele gute und schlechte Zeiten durchlebt, nicht wahr? Und mit der bezaubernden Twilight würde ich mich auch mal wieder gerne genauer unterhalten. Kannst du mich zu ihr führen? Spike war sich sicher, dass ihr in jedem Moment der Schleim aus den Mundwinkeln tropfen würde. Nun, Twilight ist gerade nicht da. Ich weiß auch nicht, wann sie wiederkommt. Das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Ich frage daher nochmals. Gehört sie auch zu eurer Gruppe dazu? Wenn nicht, hat sie keine Zugangsberechtigung ins Schloss. Also... Zwar hätte der kleine Drache am liebsten erst klar Nein gesagt, aber sein Gewissen meldete sich. Ihm war irgendwie bewusst, dass es hier noch nicht gefährlich werden könnte. Twilight hatte Trixie schon gewarnt, hier zu bleiben, aber so dickköpfig wie sie war, würde sie natürlich nirgendwo anders hingehen. Und das Schloss schien der sicherste Ort in der gesamten näheren Umgebung zu sein. Es wäre arrogant gewesen, ihr keine Chance auf Sicherheit zu geben, nur weil er sie nicht wirklich leiden konnte. Von daher flunkerte er. Ja, sie gehört zu uns. Sie, hatte sich nur etwas verspätet.
Trixie riss einen kurzen Augenblick die Augen weit überrascht auf. Sie hätte selber nicht gedacht, dass es so einfach wäre, ihn zu überzeugen. Echt? Ich meine, ja, prima. Ich habe doch gewusst, dass wir uns nach wie vor verstehen, mein Schatz. Sie tätschelte seinen Kopf dermaßen aufgebracht, dass es ihm wehtat. Na gut, dann soll ihr eben auch Einlass gewährt werden. Trixie kicherte freudig, als er das gesagt hatte. Spike dagegen bereute das jetzt schon. Gorgorus blieb erstaunlich ruhig. Er kommentierte zwar ab und zu, je weiter sie vorwärts schritten, wie schön es hier ist, aber das war schon alles. Allen Anschein nach war seine Macht noch zu sehr eingeschränkt, um ernste Probleme zu machen. Zwar fühlte sich Fluttershy seit seinem Auftauchen wieder unbehaglich, aber das war im Gegensatz zu der Angst, die sie vor der Umgebung hier hatte, zu ertragen gewesen. Aus dem Nebel tauchten immer mehr seltsame Konstrukte auf. Zuerst dachten die Gefährten, es seien wieder nur abgestorbene Bäume. Als sie sich dem aber näherten, stellten sie fest, dass es gigantische Knochen waren. Bei Celestias Willen. Raven erklärte sogleich, ohne stehen zu bleiben. Ab hier beginnt der Drachenfriedhof. Stellt euch darauf ein, noch mehr von dem zu sehen. Und damit hat er nicht übertrieben. Nun türmten sich überall größere und kleine Knochenhaufen auf. Sie durchschritten sogar einen großen Brustkorb, der sich ihnen wie ein makaberer Tunnel auftat. Und auch Totenschädel glotzten sie von allen Seiten an. Sie sahen mit ihren gewaltigen Hörnern und messerscharfen Zähnen noch viel bedrohlicher aus als der Ponyschädel. Zwar redeten sich die Stuten krampfhaft ein, dass diese bedrohlichen Gebilde ihnen nichts tun konnten, aber trotzdem hatten sie das Gefühl, dass die leeren Augenhöhlen ihnen nachstarren würden. Es war ein entsetzlicher Ort. Aber die Angst, die sie allesamt beim Kampf gegen Miss Skincutter verspürt hatten, war schlimmer gewesen. Damals wären sie um ein Haar wirklich umgekommen. Ein Erlebnis, das einen bestimmt ein Leben lang prägt. So langsam waren sie froh darüber gewesen, eine derartige Feuertaufe erlebt zu haben. Andernfalls hätte einer von ihnen bestimmt schon längst den Verstand verloren. Auch Dawn fühlte sich unbehaglich. Die Gefahren, die hier herrschten, waren nicht mit dem zu vergleichen, was er schon erlebt hatte. Er hat in seiner Karriere viele Schurken zur Strecke gebracht und war auch schon öfters knapp dem Tod entkommen. Aber das hier war etwas völlig anderes. Hier herrschte etwas Übernatürliches. Etwas, das sich nicht nur durch einen einfachen Schwertstreich aus der Welt schaffen lassen würde. Und das war es, was ihm Angst machte. Er und Rainbow Dash teilten dieselbe Sorge. Machtlos zu sein, wenn das Schlimmste eintreten sollte. Pinky tat das, was sie immer tat, wenn sie meinte, die Stimmung aufheitern zu müssen. Sie machte blöde Witze. Die knochigen Gesellen hier machen aber einen ganz schön muffigen Eindruck. Würde mir bestimmt nicht anders gehen, wenn ich jahrhundertelang keine Sonne abbekommen würde. Der Einzige, der darüber lachte, war Raven. Bisher wirkte er ziemlich emotionslos. Umso überraschter war es, von ihm jetzt so ein Laut zu hören. Das ist das erste Mal seit langem, dass es jemand wagt, hier zu witzeln. Das kommt leider viel zu selten vor. Werden bei euch am Außenposten überhaupt irgendwelche Witze gemacht? Ihr sitzt doch bestimmt ab und zu zusammen und spaßt über das ein oder andere, oder? Er schüttelte wehleidig den Kopf. Nein. Zumindest habe ich das noch nie erlebt. Pinkys Gesicht wurde sofort lang, als er das von ihm hörte. Sie konnte einfach nicht glauben, dass es tatsächlich so einen freudenlosen und depressiven Ort gab. Auch die anderen empfanden Mitleid mit ihm. Er bestätigte nun endgültig, dass er ein Außenseiter war. Bitte erkläre uns doch, warum du eigentlich so behandelt wirst. Uns kannst du ruhig alles erzählen. Wir sind doch jetzt Partner. Es wäre vom Vorteil, wenn wir keine Geheimnisse voreinander hätten. Raven war sich nicht sicher, ob er ihnen sein Geheimnis wirklich schon anvertrauen sollte. Er kannte sie schließlich erst seit gut 2 Stunden. Aber er spürte auch, dass ihnen zu trauen war. Allein schon die Tatsache, dass sie sich hier in solche Gefahr begaben, sprach dafür. Zudem war es schon lange her, seitdem er sich jemanden richtig offenbart hatte. Na gut, ihr sollt alles erfahren. Es sind 2 Dinge, die mich zum Außenseiter machen. Das erste ist meine Gabe, die ich euch schon erläutert habe. Alle Einwohner Transilvils fürchten sich davor, dass ich ihnen eventuell versehentlich offenlege, dass ein von ihnen verstorbenes, geliebtes Pony noch immer rastlos auf dieser Welt herumwandert. Aber der 2. Grund ist der gravierendste. Er hielt inne,
da er sich überwinden musste, dies zu offenbaren. Es ist mein Erbe. Ich bin ein Nachfahre von Ma, dem Nekromanten. Alle blieben geschockt stehen, als er das sagte. Tja, so manches kommt nicht von ungefähr. Die Gefährten ignorierten ihn aber. Ist das wirklich wahr? Du trägst wirklich so ein schreckliches Erbe. Er nickte wehleidig. So ist es. Ihr müsst wissen, nachdem Ma die Barbaren des Nordens unterjocht hatte, überfiel er Sylvanus mit ihnen mehrmals. Damals entführte er viele Stuten, mit denen er Nachwuchs zeugte. Auf diese Weise wollte er dafür sorgen, dass sein Erbe erhalten blieb. Nachdem er besiegt wurde, blieben aber noch seine Bastarde. Diese verfluchten Fohlen wurden lange Zeit verfolgt und... Er wagte es nicht, diesen Satz auszusprechen. Diese Verfolgung hielt so lange an, bis Kurfürst Vlad von Ostone eine Möglichkeit in den Bastarden sah, den Fluch des Landes zu beheben. Er war sich sicher gewesen, dass eines dieser verdammten Kinder irgendwann in der Lage sei, das Nekrovanum lesen und beherrschen zu können. Eine Gabe, die bisher nur Mar selber vorenthalten blieb. Das Buch brachte den Fluch, und mit selbigen sollte der Fluch bestimmt auch wieder aufzuheben sein. Jedoch hatten all diese armen Fohlen etwas gemeinsam. Sie wurden allesamt wie ich ohne Augen geboren. Blind für die diesseitige Welt, offen für die der Geister. Ma hatte über eine ganze Generation großes Leid gebracht. Diese Geschichte berührte die Stuten ungemein. Heißt das, es gibt noch mehr von deiner... Sorte? Wieder musste er sich überwinden. Nein, ich bin der Allerletzte. Wie der Lauf des Lebens nun mal so ist, schieden alle im Lauf der Jahre dahin. Meine Mutter wurde mit meinem Vater, der ebenfalls ein befleckter Bastard war, zwangsverheiratet. Alleine aus der Hoffnung, endlich ein Fohlen in die Welt zu setzen, das nicht unter dieser scheußlichen Behinderung leidet. Aber es war natürlich vergebens. Als ich geboren wurde, war klar, dass auch ich nichts zu der Rettung des Landes beitragen konnte. Ich war nur ein weiteres nutzloses Ding, das Erbe eines Scheusals mit sich trägt. Aus diesem Grund wurde ich schon früh zur Seelenwacht gebracht. Nur dort konnte ich zu etwas zu gebrauchen sein. Aber auch da verängstigte ich all meine Mitponys. Da niemand mit mir reden will, spreche ich mit den Geistern, wenn mich etwas belastet. Aber das finden alle unheimlich und unnatürlich. Aus diesem Grund meiden sie mich. Obwohl die Stuten es zuerst nicht bemerkten, sind ihnen Tränen über die Wangen gelaufen, während er ihnen das alles erzählte. Sie sahen ihn nun mit ganz anderen Augen als beim ersten Eindruck. Zuerst wirkte er auch für sie unheimlich und zwielichtig, aber jetzt hatten sie einfach nur großes Mitleid mit ihm. Tut mir leid, ich glaube, ich habe zu viel von mir offenbart. Ich weiß nicht, was da gerade über mich gekommen ist. Du musst dich nicht entschuldigen. Es tut eben gut, sich den Kummer von der Seele zu reden. Da haben wir vollstes Verständnis. So ist es. Und glaub nicht, dass wir uns wegen deinem Erbe einschüchtern lassen. Du bist schließlich nur Mars Nachfahre, nicht er selbst. Raven hätte mit so einer Reaktion nicht gerechnet. Er war sich sicher gewesen, dass sie ihn, wie all die anderen, verabscheuen würden, nachdem er das alles erzählte. Euch missfällt das alles nicht? Ach was, Sportsfreund. Wir sind Außenstehende, die in der Geschichte dieser Provinz nicht vertieft sind. Noch vor kurzem dachten wir, Mar wäre nur eine Märchenfigur gewesen. Von daher können wir all die Ängste nicht ganz nachvollziehen, die die Ponys hier erleiden. Aber ich glaube, auch so oder so wäre es mir egal. Mir ist es auch egal, was dein wie viel auch immer Großvater getan hat. Du bist okay. Und das alles hast du dir bestimmt nicht selbst ausgesucht. Ich jedenfalls würde dich auf alle Fälle zu einer Party einladen. Du wärst bestimmt der absolute Champion bei Blinde Kuh. Pinky konnte manchmal einfach nicht kontrollieren, was ihr aus dem Mund entfleuchte. Die meisten Blinden wären bestimmt beleidigt über diesen Satz gewesen. Raven dagegen musste lachen. Ponys wie euch bin ich wirklich noch nie begegnet. Ich muss euch wirklich danken. Für was denn? Na,
dafür, dass ihr mich so akzeptiert, wie ich bin. So etwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Da, wo wir herkommen, steht Toleranz an erster Stelle. Aus dem Grund... Wenn ich einen Mund hätte, würde ich kotzen. Bei so viel Gefühlsduselei kommt eigentlich die Galle hoch. Fluttershy, die zum ersten Mal den Mut hatte, ihm Parole zu bieten, antwortete darauf. Ach, sei ruhig. Was? Du hast mich richtig verstanden. Du sollst ruhig sein. Es ist nicht nett, so etwas zu sagen. Bitte sei artig. Das kristallene Auge blickte verärgert. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Zwar hatte sie nach wie vor Angst vor ihm, aber trotzdem war ihre Entschlossenheit in dem Moment größer. Nachdem sie das alles von Raven gehört hatte, wurde ihr bewusst, dass jeder ein schweres Schicksal zu tragen hatte. Es lag an einem selbst, wie man damit umzugehen hatte. Und jetzt war es an der Zeit, dass sie den ersten Schritt tat. Ja, das tue ich. Und du kannst nichts dagegen machen, Mister. Um deine Macht entfesseln zu können, müsste ich dir erlauben, meinen Körper zu benutzen. Aber das mache ich nicht. Solange bist du nur ein ziemlich nerviger Kopfschmuck. Dem Dämon und nicht nur ihm fehlten die Worte. Er konnte nicht glauben, dass dieses Sensibelchen auf einmal so mit ihm reden konnte. Also, das ist doch... Er war dermaßen verärgert, dass ihm die Worte fehlten. Raven schmunzelte. Ich glaube wirklich, dass es mit euch nicht langweilig wird.